Willkommen zurück, Grand Emprise, Time Travel Survival, Leute. Wir sind immer noch am Fahren. Ich wollte mal gucken, ob wir hier hinten auch irgendwie wieder reinkommen in unsere Base. Aber ich glaube, hier wird jetzt Schluss sein. Was haben wir heute vor? Ja, wir versuchen natürlich weiter im Skilltree zu lernen. Sprich, die Rüstung jetzt fertig machen, die Hose noch vom letzten Mal. Dann gucken wir mal, wie, wo und ob wir Eisenerz hier bekommen. Müssen wir aber. Frage, ich versuche gerade nur, ob wir von hier aus auch wieder reinkommen, aber es sieht nicht so aus. Gibt es keine Flusseingänge? Müsste man laufen höchstwahrscheinlich. Alligatoren, Füchse, Bären und Mammuts haben wir hier. Es sind wieder vier Gattungen. T-Rex, Trike, der kleine Raptor und der Camo sind auch vier Gattungen bisher gewesen. Viel Spaß, Leute. Gucken, ob es hier irgendwo reingeht, aber hier ist Ende mit Gewässer. Hier gibt es auch kein Salz gerade mehr. Obwohl wir noch auf dem Ozean sind. Nee. Macht das die Journey mit euch, die Reise, um das zu sehen, ne? So. Dann befürchte ich, wenn es hier hinten jetzt nicht gleich einen Eingang gibt, dass wir einmal drumherum fahren müssen. Aber ihr seht, wo man hier laufen kann und alles, ne? Wahrscheinlich kannst du dich hier später, hier ist nochmal Salz, später wirklich austoben. Aber animiert dich etwas dazu. Hier ist ja alles gleich, ne? Schauen wir mal. Viecher. Na, wir müssen wirklich hier drumherum, wie es aussieht, um dieses Inselchen. Das machen wir jetzt zusammen. Ich muss ab und zu mal gucken, ob die Aufnahme noch vernünftig läuft. Da oben ist so ein Erzbrocken sein. Wetten da, was da so am Berg so ein bisschen ist. Kann er da nicht zoomen? Stein, das ist bestimmt Erz. Können wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Können wir gleich was mitnehmen, falls das wirklich was ist. Testen wir mal. Da oben, das ist bestimmt Eisenerz. Ausdauer im Auge behalten. Bestimmt Eisenerz, was wir jetzt im Tree noch brauchen, ne? Rüstungsstelle haben wir uns fertiggestellt. Brauchen noch die Hose. Eisenerz. Dann Barren. Und eine Schmelze müssen wir natürlich auch noch bauen. Die haben wir ja schon gesehen gehabt. Da brauchen wir nämlich auch noch Dinosaurierleder für. Ich hoffe, Salz reicht jetzt. Zeig mal her, hier, das ist Gestein, wa? Ne, Eisenerz, siehst du? Ich hab fast gedacht. Klammer hier. Ah, Mann. Ein nettes kleines Adventure. Jetzt haben wir Fallschaden erlitten. Welche Erze haben wir denn? 17. Ist hier noch irgendein Brocken? Ja, genau. Der Alligator ist hier auch oben am Berg. War schon immer gut im Klettern, der Kollege, ne? Das ist wieder ein normales Gestein. Oh, jetzt sind hier überall Viecher gespawnt. Felsen, ja. Okay, ich wollte doch nicht so weit hier um das Gebirge. Hier ist schon wieder ein Alligator, Alter. Ja, das ist sehr buggy, ne? Also da. Was heißt buggy? Das ist einfach nicht besser gemacht. Nicht unterschieden, was, wie, wo, wann spawnt. So, das nehmen wir noch mit.
den Brocken und dann fahren wir, versuchen wir wieder die Base zu erreichen, Leute. Mal Erz, hier sind noch ein paar Brocken. Ich hoffe, wir finden auch unser Boot wieder gleich. Passt noch was rein in den Rucksack. So, ich denke mal, Speer in die Hand. Und hoffen, dass wir hier nicht an irgendwas drankommen. Ist das auch nochmal Erz hier? Ja, dann nehmen wir natürlich noch mit. Ja. Man sieht hier mal nicht die Alligatoren und so. Boah, das ist ein böse Fallschaden. Alligator. Nein! Jetzt mal tot. Nee. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, ne? Gut. Fahren wir weiter. Haben wir Eisenerz auch geholt. Salz liegt hier gerade nicht rum. Ah, kannst du einmal drumherum fahren, wie es aussieht, Freunde. Nehmen wir jetzt kein Salz an der südlichen Gegend oder wo. Ich glaube, wir sind schon wieder in der westlichen Gegend hier. Auf jeden Fall oben am Gebirge kriegen wir die Erze. Ja, dann müssen wir da oben. Oder hier geht's wieder rein. Wollen wir hier mal reinfahren, Freunde? Lass mal gucken, wo wir hier rauskommen. Haben wir hier aus Seelicht wieder Salz. Wollen wir noch ein bisschen Salz mitnehmen, Leute? Wir nehmen noch ein bisschen Salz mit. Ein bisschen Platz haben wir noch im Rucksack. Jetzt reicht es wieder nicht. So, jetzt haben wir 46. Das hoffe ich reicht jetzt erstmal. Wir fahren weiter. Wo wir langkommen. Da ist unsere Base, aber es gab ja nur den einen Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da noch eine Verbindung haben, oder? Schauen wir mal. Gleiten, gleiten. Meine, es kann eigentlich nicht sein. Aber wir fahren mal lang. Irgendwo müssen wir ja rauskommen. Oder es wird eine Sackgasse werden, aber das glaube ich nicht. Im Canyon hier das Buddel-Tool vom Map-Editor angesetzt. Ich höre schon wieder irgendwie Flugzeug da oben laufen. Bin ich ja mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ist das geil. Schlängeln uns hier durch. Sieht fast aus wie Fjorde hier. Kann das hier ändern? Ne, geht's weiter. Oh. Aufgelaufen. Da ist unser Haussymbol. Unsere Base. Und sind die ersten 10 Minuten auch schon wieder durch hier. Mammut müssen wir uns eigentlich auch nochmal holen. Da drüben, die haben nur Haut gegeben. Wie denn das Fleisch her? Das Dinosaurierfleisch. Doch, wir haben erst einen erlegt, den Kleinen. Haben davon irgendwie das Fleisch bekommen. Ohne, natürlich ohne. Ach, wir haben es mit dem Felsen rausgedroschen, glaube ich. Siehst du, jetzt sind wir hier. Und ich glaube aber, wir kommen nicht direkt bis ran. Leider haben wir keine Map. Ah, erinnert ihr euch doch? Jetzt, hier,
sind wir aufgelaufen gewesen. Hier hinter ist unsere Base gleich. Da, wo das Mammut ist. Können wir doch bis zur Haustür fahren. Sehr schön. Sind wir schon da. Ich hoffe, die Viecher sind nicht aggro, ey. Hier haben wir keine Hilfe von unserem Kleinen. Schön ruhig bleiben. So. Da wären wir wieder. Zurück vom Ausflug. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal. Also. Wir brauchen für die Hose. Dinosaurierleder. Dafür brauchen wir nochmal. Jetzt trocknen wir das eine nochmal. Und dann. Dann haben wir wieder zwei. Eins hatten wir noch. Du brauchst aber zwei für die Hose. Dann haben wir schon mal die Rüstung komplett. Und nehmen. Pflanzenfasern fehlen uns noch. Na gut. Wie kriegen wir hier noch? Vielleicht wieder ein Bär hier irgendwo vor der Haustür steht. Da, sind Fasern. So, sollte reichen. Dann einmal die Hose craften, bitte. Und dann ziehen wir die natürlich auch an. So, sehr schön. Was hatten wir hier? Gewicht, sind wir fast voll, ne? Erze und so. Jetzt schauen wir uns das nächste an, hier im Tree. Nämlich Barren. Bau einen Schmelzofen, genau. Arbeite durch den Prozess des Erhitzens von Eisenerz und Barren zu erschaffen. Oh, jetzt haben wir doch. Langsam wird unsere Fläche hier etwas zu klein, ne? Trocknungsgestell. Na gut, wir können hier noch. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange hier bleiben. 30 Felsen, 30 Bretter, 30 Fasern, 4x Dinosaurierleder. Da müssen wir jetzt erstmal noch Leder herstellen. Für das. Da brauchten wir. Wir haben noch Flaschen. Okay. 3, 4, 5. So, dann trocknen wir die gleich und dann kloppen wir uns den Rest. So. Dann holen wir uns auch mal ein paar Bäumchen. Wie viel haben wir denn noch? 30 brauchen wir. Hatten wir noch ein paar dabei? Jetzt haben wir keine mehr. Das sind genau 30. 30 Felsen. 30 mal Fasern. Kriegen wir! Juhu! Büsche zupfen. Ich bin gespannt, wo es uns noch hinführt. Das soll ja richtig mit Weltall und so irgendwie dann sein. Frage ist, wann und wie und wo? Was wir als nächstes für eine Ära bekommen. Also wenn der Ära, wenn der Kreis auch voll wird hier. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. So, Fasern müssten wir auch genug haben, ja. Dann nur noch Felsen 30. Deko. Okay.
ja so schön getan. Wir sehen dich gar nicht, liebes Mammut. Wir sehen dich gar nicht. Du hast dich wirklich hervorragend getarnt. Als wenn du eine Ausbildung dafür hattest, scheiß Alligator, als zu kämpfen. Da ist auch noch ein Felsen. So, haben wir das auch. Dann können wir den Ofen jetzt hinstellen, normalerweise. Dinosaurier heute noch einsammeln. Müssten eigentlich hier hängen, ne? Zack. So, versuchen wir den jetzt hier mal hinzustellen. Rotate. Wie sieht das Ding aus? So. Okay. Modelle finde ich wirklich ganz geil, ey. Die Assets. Oh, er hat irgendwas hier mehr. Dann Baumstamm hinzufügen. Okay, dann brauchen wir Baumstämme, haben wir gerade nicht. Als Brennstoff logischerweise. Alligator ist da hinten. Die wandern hier wieder sonst wo mehr. So. Einmal. Zweimal, dreimal. Blasebalg drücken. Eisenerz haben wir jetzt in den Eimer geworfen. Cool. Gefüllten Wasserschlauch ausgießen. Okay, müssen wir nochmal Schläuche füllen. Ach, die sind gar nicht draufgegangen. Stimmt, die haben ja nur das Wasser davon gebraucht. Das hätten wir nicht so viel herstellen brauchen. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal ein paar hier. Juhu. Jetzt haben wir einen Barren. Einen Stamm, zwei Stamm und vier Erze. Kriegen wir ein und einmal Wasser, kriegen wir dann einen Barren raus. Okay. Zack. Gut, was sagt unser Technologiebauern? Es geht jetzt weiter runter, Leute. Jawohl, wir kommen hier in die Schlussphase. Naja, noch nicht. Eiserner Amboss zum Bauen und Schmieden von Eisenrüstungen. Okay, geil. Das heißt, den haben wir gelernt. Der müsste jetzt hier im Rad sein, ne? Ja. Brauchen wir noch vier Felsen. Den bauen wir jetzt. Vier Felsen. Ja. Stellen wir uns natürlich daneben hier. Der neue Rezepte. Eisenwerkzeug erstmal. Jawohl, Speer ist schon mal gut. Zwei Barren. Sechs Barren. Und nochmal vier. Den Barren wir haben. Wir kriegen nicht mehr so viel zusammen. Machen wir erstmal. Verbrauchen wir erstmal die Erze, auch wegen Gewicht, die wir haben. So, was soll man denn damit machen? Speer, also die drei Werkzeuge erstmal, sehr gut, und dann kommen wir hier hin. Hey. So, muss in der Hand nehmen. Wie zum Wasser. Ah doch, die verbrauchen sich doch. Jetzt haben wir doch nur noch zwei. Das ist ja scheiße. Ich dachte, wir füllen die einfach nur mit Wasser und entleeren die wieder, Leute. Einmal. Haben wir noch einmal so ein Ding? Das ist ja scheiße. Müssen wir noch ein paar bauen. Aber hier sind doch noch 13. Komisch. Das ist wieder so da reingepackt wahrscheinlich. Ist ja nicht schlimm.
Oh, der ist nicht voll. 9. Okay. Nochmal. Jetzt haben wir schon mal wieder 2 Barren. Machen wir das noch alle? Können wir beim nächsten Mal. Na gut, die Erze werden jetzt nicht ganz reichen. Wir müssen schon noch mal Erze holen. Und dann werden wir beim nächsten Mal dann loslegen. So. Brauchen wir noch ein paar Baumstämme. Zack, zack. Vier Erze, Blasebalg, Flasche. Jetzt haben wir noch, wir können noch einmal Erze machen, dann. 4 Stück brauchst du. Dann haben wir 6 Barren, 10 bräuchten wir, ne? Also müssen wir nochmal. Oh, oh! Du Mistvieh, Alter. Darf ja wohl nicht wahr sein. Da liegt es auf der Lauer. Komm. Komm. Schade, lässt sie nicht locken. Kann man euch gegenseitig aufhetzen? Hat mich schon wieder berührt, der Kollege. Da greift das liebe Mammut an. Boah, ist das schlecht gemacht. Du kannst hier nicht richtig kämpfen. Das ist wirklich sehr schlecht. Das muss ich leider sagen. Das ist schlechter als schlecht. Attacken. Ganz schlecht gemacht. Aber das ist gleich tot. Also diese Mechanik ist nichts. Ne? Das hast du beim Bär und hast du überall genauso. Kannst, wenn du den nebenbei nicht fütterst, bist du erledigt. Zählt er uns in unserem Prozess auf hier. Genau, hau ab. Jetzt ist er auf Fluchtmodi, ey, weil er verletzt ist. Wirst du auch weggestoßen, ne? Das ist unglaublich. Meine Fresse, Alter. So, können wir mal Fleisch machen. So, zack, zack, letzten. Dann hängen wir noch mal Fleisch dran hier. Holz musst du natürlich auch mal beilegen, aber das hatten wir noch von unseren Stämmen. Alter Fritz. Bitte mach hier nichts kaputt, ey. So, sehr schön. Das heißt, wir brauchen noch 4 Barren. Das heißt 4×4, 16 Erze. Können aber hier schon mal. Holen wir uns noch Baumstämme, machen schon mal die. Den Speer hier auf jeden Fall, ey. Den haben wir schon mal. Dass wir hier mal ein bisschen uns besser verteidigen können. Der hat schon mehr Dunst. Eisenspeer freigeschaltet. So. Eisenspeer. Nimm mal den raus. Pack den mal hier rein. Lass uns in Ruhe, bitte. Mach nichts. Okay, der greift erstmal nicht an. Ja, dann müssen wir uns noch mal ein paar Erze holen, Freunde. Guck, dann gehen wir jetzt zu Fuß hin. Durch das Gebirge. Und noch ein bisschen Holz dreschen. Juhu! Bisschen was essen hier. Ja, der Apfel ist halt, wie gesagt. Unsere Statussymbole sind optisch nicht gut gekennzeichnet. Also wahrnehmbar, eine andere Farbe haben können. Meiner Meinung nach. Ich denke mal, das ist eigentlich. Oh, hier haben wir schon Erz. Glaube ich. Ja. 16 brauchen wir. Nice. Dann kriegen wir noch die Ausrüstung noch fertig heute in der Folge.
Jetzt haben wir 12, noch 4 Stück. Da ist noch ein riesiger Klumpen. Das sind dieselben Geräusche wie deine Schritte, deswegen hab, oder wie die Schritte der Tiere, deswegen hatte ich gedacht, na, greift uns hier schon wieder was an. So, 16 Erze. Das ist Felsen. Schweinchen. Auch noch da. So, jetzt haben wir fast 30 Erze. Dann können wir 7 Barren nochmal machen. Die machen wir jetzt. Au! Ich denke da immer nicht dran, weil der so übelst abgeht. Der Kollege. Ihr seht das ja. Jetpack ist Scheißdreck dagegen. Schaffen wir das noch? Klar, 4 Minuten haben wir noch. Bis zur halben Stunde sozusagen. Kloppen wir uns hier noch einen Baum weg. Und machen uns die letzten Barren. So. Wasser haben wir auch noch. Das auf jeden Fall vor. So, können wir schon mal ein Werkzeug bauen. Die Spitzhacke. Zack, haben wir die auch. Tauschen die mal rasch aus. Gegen die eiserne. So, und dann machen wir uns noch die Hacke und dann sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Leute. Lasst gerne einen Daumen oben da. Schreibt was in die Kommentare, Anregungen, Kritik, was weiß ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Master.